Können Sie sich vorstellen, dass man nach Anschlägen, wenn man so etwas hört oder liest, die Straßenseite wechselt, wenn man Menschen begegnet oder um Menschen auszuweichen, denen man so etwas zutraut? Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil mit dieser Angst, Opfer derartiger terroristischer Straftaten zu werden, geht einher auch das Gefühl, schutzlos zu sein. Und diese Schutzlosigkeit zeigt dieser Staat ja den Menschen fast jeden Tag, jetzt gerade bei den Weihnachtsfesten, dass sie schutzlos oder Weihnachtsmärkten sie schutzlos sind, wenn der Staat sich gezwungen sieht, Betonbarrikaden aufzustellen oder schwer bewaffnete Polizisten patrouillieren zu lassen. Das zeigt nicht, dass die Menschen in einem besonderen Maße sicher sind, sondern das zeigt, dass der Staat eigentlich das Letzte aufbietet, um die Menschen punktuell zu schützen. Der Staat ist nicht in der Lage, hier in ganz Berlin oder in allen Großstädten Betonbarrikaden oder, ich sage mal, Schutz vor Messerstechern zu bieten, sodass die Menschen den Eindruck haben müssen, der Staat ist nicht mehr in der Lage, das zu leisten, wofür er eigentlich da ist, nämlich den Schutz des Einzelnen.